Ja, ihr habt eure Short Rest gemacht und könnt gerne weitermachen. Also, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Warum? Weil da nur Sackgassen sind. Okay, dann können wir hier rechts weiter. Oder wir gehen links weiter. Wobei, nach links ist es länger. Okay, gehen wir rechts lang. Ja. Killian, du hast das Gefühl, links wäre cooler. Okay, ich habe das Gefühl, links wäre cooler. Warum? Hattest du eine Eingebung in dem Vieh? Ich habe vorhin alles genau untersucht und ich kenne mich in solchen Sachen aus. Vertraut mir. Okay, dann gehen wir links rum. Das Hallo, klingt er sehr hat gesagt, überzeugend. wir sollen ihm vertrauen, das hat Aber er noch er nie ist jetzt gesagt. gestorben. Ich weiß nicht, ob das so vertrauenswürdig ist. Aber vielleicht hat er ja das Wissen der Pflanzen in sich aufgenommen, als er in ihrer Magensäure. Haben Pflanzen Mägen? Vielleicht haben die Ja, ich Pflanzen. kann. Ich könnte versuchen herauszufinden, ob er magisch beeinflusst worden ist. Ja, tu das mal besser. Das braucht aber 10 Minuten. Also ich kann euch sagen, Aloe Vera, das ist echt tolles Zeug. Ich will nicht so lange warten. Ich gehe schon mal hier um die Ecke. Ich glaube ja, da hat jemand seinen Samen in seinen Kopf gepackt. Hier scheint ein Eingang zu sein. Also, ich weiß nicht. Ich würde dann Magic detecten. Ich meine, wenn du 10 Minuten brauchst, Balthasar, dann können wir ja noch ein bisschen weiter nach weiteren Eingängen schauen. Natürlich. Das sieht tief aus da drin. Hier wird's enger. Hier scheint auch ein Eingang zu sein. Nicht so schnell, ich habe kleine, kurze Beine. Und da hinten geht's auch noch weiter. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir in die Mitte müssen. Mitte wovon? Allen hier. Von diesem Wald. Ich glaube, in der Mitte ist was Tolles. Die Freiheit, Woher Bier, weißt du das? Wein, Da ist auch noch Rum, ein Eingang. Whisky. Ist da eine Party? Ein guter Pub. Oh. Danach müssen wir noch mal eine Short Rest machen. Ihr Das scheint Nachdem ihr einmal auch rumgegangen relativ. seid, Ja, weißt boah. du? Also da scheint es Kacke. auch Ist tief ja wie ein reinzugehen. Marathon hier. Okay, kleiner Sprint auf die Plätze, fertig, los! Wäre ich doch einfach stehen geblieben. Wie Lulu. Hey, Die ist nur Lulu. hochgeflogen, hat geguckt, wo ihr Hallo, So Lulu! klug. Lulu, kannst du mal hochfliegen und sagen, wo es hier am besten lang geht? Gerade sagen, eine zweite Runde fliegt, glaube ich, nicht. Scheint von oben und zugewachsen zu sein. Oh. Scheint irgendeine Hütte in der Mitte zu sein. Vielleicht hätte ich das vorher machen sollen. Haben wir Fußspuren gesehen, außer unsere? Kannst gerne mal einen Survival-Check machen. Scheint jetzt schwer auszumachen zu sein. Es könnte aber sein. Und wenn wo? Rechts unten. Also, da müssten wir jetzt noch einmal komplett rumlaufen. Nee, ich meine von da, wo ihr steht, rechts unten. Ach so, Okay. okay. So.
dachte, wir müssen jetzt hier hinten nochmal auf die Seite. Ja, dann wollen wir da lang. Gold, wenn du willst, kannst du auch vor. Also, ich hätte jetzt... Mal Schnaufpause machen. Ich hätte auch gesagt, wir warten jetzt noch kurz, dass Balthasar fertig ist. Womit? Bald müsste ich ja fertig gecastet haben, oder? Jo, wenn die noch kurz warten, dann schaffst du es auf jeden Fall. Dann castest du Detect Magic. It's a gun magic. A kind of magic. Ich mal kurz was schauen. Du scheinst zumindest erstmal keine Magie zu spüren, die du nicht vorher schon mal gespürt hast. Okay. Also, magisch ist auf jeden Fall nicht kontrolliert worden. Alles klar. Jetzt sollten wir uns vielleicht vorsichtig in die Mitte begeben. Die Frage ist, wo? Oh, lasst uns doch einfach den erstbesten Eingang nehmen. Den mit den Fußspuren, richtig? Oh. Okay. Ich halt Ausschau nach noch weiteren Gewächsviechern. Mhm. Oh, sorry. Das ist ganz schön eng hier. Dann quetsch dich durch. Hat jemand eine Gartenschere? Nein. Ich glaube, ich habe einen Ast gegessen. Hast du so viel Hunger? Das war ein Versehen. Es ist zu eng. Ich quetsch Thymus durch. Nein, es ist wirklich zu eng. Ich quetsch, ich drück weiter. Es ist zu eng. Ich drücke. Oh, jetzt bin ich durch. Oh, siehst du was? Es ist immer noch eng, aber ich kann mich bewegen. Komm nicht durch. Nicht vorwärts. Ja. Ich hab doch gesagt, das ist eng. Da war eine Wand. Oh! Was macht das Zickzack? Was ist das hier? Das sieht nicht natürlich aus. Das ist das viel zu eckig geschnitten. Das wollte ich auch sagen. Dann möchte ich die eckigen Schnitte mal untersuchen. Hoch oder runter? Mach mal einen Nature-Check oder mach was. Nach was möchtest du untersuchen? Was machen die Spuren? Das natürlich wirkt. Ich würde ihn dabei unterstützen mit Guidance. Das wirkt ja allgemein schon nicht sehr natürlich mit Blut und versteinerten Leichen. Oh. Wo kommen die plötzlich her? Schon von Anfang an da. ich möchte weiter noch wieder nach Fußspuren suchen. Dir irgendeinen Weg bei, also ob es einen Weg gibt. Ja. Wir sind hier schon richtig, oder? Bevor Thymus das alles niedertrampelt. Also ich trampel gar nicht. Du siehst Fußspuren rechts von dir. Ja. Sehr frische, von mindestens zwei Personen. Drei sehr schweren Personen. Was? Was? Ich gehe jetzt einfach weiter. Also ich meine, sie hat nicht Unrecht. Das hier ist es nicht. Der eine hat eine metallene und der andere eine Fleischrüstung. Kilian, jetzt hör auf, dich vorzudrängeln, du stirbst nur. Das ist das, was du willst.
Nein, hier, ich will meine Schulden zurück. Hier ist wieder eine Kreuzung. Gut, dann bevor ich hier was niedermäht oder niedertrampelt, will ich wieder mal nach Fußspuren. Ich glaube, wir sollten mal auf Balthasar warten. Irgendwie ist der nicht mehr hinter mir. Vielleicht ist das zu eng. Vielleicht ist er stecken geblieben. Ich hab mich nur abgelaufen. Genau deshalb. Oh. Hallo. Hallo. Ach, da bist du ja wieder. Ja. Und Meister Lampe, wo müssen wir hin? Ich weiß nicht. Wo steht das überhaupt, in wem drin? Ich glaube, er steht in mir, ja. Dann, warte mal. Mal kurz dein Licht klauen. Wie gemein. Dem geht kein Licht mehr auf. Ja. Okay. War das Licht wieder verletzt? Ja, die beiden, also rechts und unten, sieht nicht so aus, als ob es wirklich weit gehen würde. Du denkst, du schlängest dich lieber weiter in die Mitte. Okay. Lass mich doch am besten vorgehen. Hier ist, glaube ich, auch wieder eine Abbiegung. Ja, geh einfach nach oben. Alles klar. Hier ist irgendein Zelt. Du siehst eine, ja, scheinbar so eine höhlenartige Hütte in der Mitte des Labyrinths und hunderte Knochen und Körperteile hängen von so Zwirnfäden herab. Die Decke ist mit Girlanden aus blutigen Eingeweiden verziert. Und in der Luft wimmelt es von dicken, fetten Fliegen. Das ist hier vielleicht das Richtige oder das richtig Falsche? Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Soll ich mal rufen? Klopfen. Man klopft, wo ich herkomme. Höflich, genau. Okay, ich klopfe an der Tür. Guten Tag. Ich sehe gar nichts. Ist jemand zu Hause? Was passiert da vorne? Da ist eine Höhle, viel Blut, Schmodder, Knochen. Ja, du. Sollen wir nicht wieder gehen? Eine sehr hübsche Dame gelandet. Eine Dame aus dem Schatten kommen. Die trägt ein Kleid aus miteinander vernähten Knochen. In den Hals hängen scheinbar irgendwie Schädel von Säuglingen oder so. Irgendwelche Kinderreime in verschiedenen Sprachen zu schnattern scheinen. Ja. Und, ja, sie sagte, was führt euch denn an diesen Ort? Guten Tag, gute Dame, mein Name ist Goll. Besuchen die Rote Rut, die hier in diesem Knochengehölz wohnen soll. Seid ihr das? Wenn wir unpassend kommen, können wir auch später wiederkommen. Ganz drauf an, was euer Anliegen ist. Also ja. Nun, wir kommen von... wie hieß es Maggie. Denn nochmal? Genau, von Maggie und dem komischen Festungsdorf, wo sie sich niedergelassen hat. Sie hat euch empfohlen. Wofür denn genau? Moment, da muss ich einmal kurz ein bisschen Platz machen. Wofür genau? War das wegen Lulu oder wegen des Schwerts?
Leute? Ja, hörst du es nicht rattern? Ja, bestimmt wegen des Schwertes. Jemand von euch, oder soll ich euch dran erinnern? Ich glaube, wir kommen wegen eines Schwertes, was bei irgendeiner blutigen Zitadelle gelandet sein soll oder so. Genau, wir suchen nach der Zitadelle. Nicht ganz. Oh. Wir suchen aber nach der Zitadelle. Ja, das ist richtig. Aber gerade sucht ihr nach Leuten, die euch einen der beiden von Sariels Gefährten aufspüren konnten. Ach ja, genau. Hier, Olantios und Low Budget Saruman. Und vielleicht Saruman. Genau der, ja. Jemand, der mir den Helm abnehmen kann, damit ich das Kfz fahren kann, welches wir haben. Du hast eben mal einen Führerschein. Das gebe ich nicht mehr ab. Was? Ich versuche, Antimus Helm zu ziehen, wenn er neben mir steht. Aua! Ich dachte, du magst den Helm. Oh, nein, das war der falsche Wurf. Ja, aber ich mag auch Autofahren. Das wären dann 10. Bist du schon mal Auto gefahren? Da tut sich nichts. Ich bin mitgefahren. Seht ihr, der sitzt ganz fest. Also, so ein Zeug zu steuern macht jetzt nicht so viel mehr Spaß. Ich finde, das macht ganz viel Spaß. Nein, das macht überhaupt keinen Spaß. Lass es lieber, Thymus. Nun, vielleicht sollten wir uns erstmal. Also, das hier ist Thymus. Das ist Kilian, Inafix. Und irgendwo da hinten im Wald steht noch Balthasar. Ich hüpfe und winke. Hallo, ich bin hier hinten. Ich bin auch da. Und Lulu. Oh, Lulu. Hat sich Balthasar eigentlich an irgendwelchen Dorn oder so die Kleidung kaputt gemacht? Nee, da habe ich extra drauf geachtet. An der engen Stelle bestimmt. Aber könnten wir uns erstmal darauf einigen, hier nicht zu kämpfen? Ich finde das doch alles sehr beengt. Ihr sucht irgendwen? Ja, genau. Haruman oder Olantios. Habt ihr eine Ahnung, wo einer von den beiden zu finden ist? Ich könnte sicherlich ein Ritual durchführen, um einen aufzuspüren. Aber dafür wollen sie bestimmt was, und was ist es? Naja, als erstes bräuchte man dafür das Blut einer Kreatur, die mindestens so stark ist wie die eines Balors oder eines Höllenschlundteufels. Ich halte ihr meinen Arm hin. Okay. Hier bin ich bestimmt. Das ich frage ich sehr zu weiß Zweifel. Nicht, Thymus, ob das so. Wir haben gekämpft, ich habe nichts verloren. Aber zusammen seid ihr bestimmt so stark. Okay, und was bräuchtet ihr noch? Das wäre nur, was ich fürs Ritual bräuchte. Ist das ausschließlich das Blut? Blut, genau. Dann bräuchte ich natürlich noch einen Grund, warum ich euch helfe. Verständlich, ja. Weil wir wahrscheinlich der erste Besuch seit sehr vielen Jahren hier sind. Ja, wer hätte sie Besuch? Ja, also nicht nur das. Mein letzter Besuch in einem Badehaus ist sicherlich auch schon einige Jahre her, müsst ihr wissen. Also wenn ihr es schafft, mir eine Reservierung im höllischen Genuss des wandernden Emporiums zu besorgen und zu bezahlen, dann das kriegen wir sicher hin. Und natürlich, wenn ich dann weg bin, müsstet ihr hier so lange aufpassen. Auf was sollen wir aufpassen? Naja, es kann ja immer mal sein, dass sich irgendwer hierhin verirrt. Haben Sie denn oft Besuch?
Hin und wieder mal. Kommen so 5 Leute einfach in den Vorgarten gestapft. Und was wollen die so dann von ihnen? Alles Mögliche. Zum Beispiel? Dass ich irgendwen für sie aufspüren soll. Das kommt mir bekannt vor. Schrecklich, solche Leute. Sollte man direkt vom Hof jagen. Finden sie nicht auch? Immer diese Hausierer. Es gibt hier ein Badehaus. Hier nicht, da beim wandernden Emporium. Wo ist das? Wie der Name verrät, wandert es. Aber wir reden schon von Avernus, oder? Natürlich. Und was ist so der Standardpreis? Ich weiß nicht, wie die Preise sich entwickelt haben. Wie gesagt, ich war sie damals nicht mehr dort. Individuell zu sein. Ihr werdet das schon herausfinden. Okay, aber wenn wir schon beim Thema Preis sind, wie bekommen wir eigentlich Seelenmünzen? Indem ihr sie Teufeln abnimmt. Und wenn wir welche herstellen wollen von einem Schmied, aber was braucht der Schmied dafür, wissen Sie das? Naja, es ist ja kein normaler Schmied. Oh. Wissen wir eigentlich, wo man den Schmied findet? Ja. Das habt ihr schon mehrmals gefragt. Ja. Der war tiefer in der Hölle, ne? Echt. Ja. Der war ja, irgendwo war da unten. Auf der dritten Ebene. Oder der fünften. Irgendwas tiefer auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich erkenne ein Thema. Habt ihr zufällig von einem Turm gehört, der hier aufgetaucht ist, aber nicht sein sollte? Nicht, dass ich wüsste. Hier drin ist zumindest keiner aufgetaucht. Okay. Ich wollte gerade sagen, sie lebt in einer fucking Hütte mitten im Urwald. Die kriegt doch garantiert nichts mit. Ja, und du lebst, weiß ich gar nicht, in einer Taverne irgendwo in Neverwinter und bist in der Hölle. Irgendwie weiß ich nicht, worauf er hinaus will. Also, man kriegt ja trotzdem Sachen mit. Weil man zwischendurch mal unterwegs ist. Oder vom Hören sagen. Wissen Sie denn, wo dieses wandelnde Badehaus oder was es auch war, zuletzt war? Ja, wo es zuletzt war. Zuletzt gesehen habe, natürlich, aber das ist ja auch schon einige Jahre her. Ich glaube nicht, dass euch das helfen wird. Hat es denn so Standardrouten, die es abläuft? Ich glaube nicht. Woran erkennt man es denn? Außer, dass es halt ein wandelndes Emporium ist, aber hat es bestimmte Spezifika? Ein großes Schild über der Tür? Man kann dort baden. Ihr könnt es eigentlich nicht übersehen, wenn ihr es. Und woher kriegen wir das Blut von dem, also von etwas, was so stark ist? Das, keine Ahnung, müsst ihr herausfinden. Och nö. Ich kann euch sagen, was ich für das Ritual brauche. Verständlich, ja. Hey, Inafix, kannst du mit der vielleicht ein bisschen schnackseln, so dass wir nicht zum Dings müssen? Was? Ich will zum Badehaus.
Ich bin für Badehaus, sorry. Da können wir bestimmt selbst auch mal wieder baden. Ja, das ist dämonisches Badehaus. Ich glaube, das Badehaus ist dort voller Blut. Willst du wirklich im Blut baden? Meinst du? Möchtest du Leuchteaugen? Es gibt Schlimmeres, als im Blut zu baden. Was? Da hat der Arena mal der das täglich. Ich glaube, der Goll ist besser im Schnackseln als ich. Also ich meine ja nur, wenn man Blut so abkriegt, weil man, naja, jemanden mit einem Hammer, ne? Oder ob man sich jetzt da reinsetzt, das ist am Ende der gleiche Effekt. Aber das tut ja auch eigentlich nichts zur Sache. Okay, wir müssen also ein Badehaus finden, was unterwegs ist, und einen starken Teufel finden. Dämonen. Balrog? Ja, ein Balor ist, glaube ich, ein Balor? Teufel, oder? Balor ist ein Dämon. Ein Dämon. Und der Pitfiend ist der Teufel. Alles klar. Nun. Ja, dann. Ich bin überfragt. Wir könnten einfach durch die Gegend fahren, die Augen offen halten. Aber wir haben nicht mehr so viel Sprit bestimmt. Genau. Aber wenn sie sagt, das sieht man, dann gehe ich davon aus, wir sind einfach nur doof und haben das schon gesehen, aber sind vorbeigefahren. Zumindest beim Fahren nichts erkannt, was irgendwie auffällig war. Ja, aber wir haben uns ja auch null danach umgeguckt. Ja, du hast aber ja noch wenn sie sagt. Zumindest geguckt, dann hättest du wahrscheinlich schon irgendwas ja. Aufgenommen. Ja. Sie sagt, man erkennt es, dann hätten wir ernst, das glaube ich schon ins Auge gefallen. Aber so eine Karte, die wir ihr zeigen können. Ach nee, die hat ja eh gesagt, sie weiß nicht, wo es ist. Habt ihr eine Karte? Ja, wir haben eine Karte. Würdet ihr die Karte nochmal vorzeigen? Wissen Sie ungefähr, wo wir gucken könnten? Rechts, links, geradeaus? Das ist schon groß hier. Ich glaube, das ist nicht mal alles, was ihr auf der Karte habt. Och nein! Können wir auch mal gute Nachrichten bekommen? Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt ins Badehaus wollen würden? Wie würden Sie nach dem Ausschau halten? Wenn das so einfach wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Doch, weil sie niemanden haben, der aufpasst. Außerdem haben sie doch gemeint, sie waren dort schon mal. Wie sind sie da vorgegangen, um da... Da war auch mal eine Karawane. Und ich habe sie mir angeschaut. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst und in dem Fall bin ich der Sultan. Als ob du ein Sultan bist. Aber ich hab Durst. Nach Bier. Ja, aber Wasser wird auch langsam knapp. Wissen Sie, wo wir Wasser kriegen? Also trinkbar, also für Menschen trinkbar und Zwerge? Über. Leben sie eigentlich hier? Ja, für dich auch Wasser. Aber ich dachte, wenn Zwerge das vertragen, dann verträgst du das auch. Na gut. Der was jetzt hatte dir so viele Fragen auf einmal. Ich wollte wissen, wo es Wasser gibt. Ob sie weiß, wo es Wasser gibt. Zum Trinken. Fisch. Habt ihr überall mal die Chance, etwas Wasser zu finden? Ansonsten im Wandernden Emporium haben die sicherlich auch welche. Oh. Ich meine, das Badehaus, so eine Badewanne, dort ist doch bestimmt voller Blut getränkt, oder nicht? Nein, warum sollte es? Aha. Warum sollte es, Kilian? Also, ihr habt hier unten wirklich Luxus?
Ja. Nicht unverschämt, ich stupse ihn an. Ich meine, wir wollen was von ihr. Na, jetzt gerade wird sie lieber was von uns wollen, glaube ich. Ich glaube, es ist so eine Art Geben und Nehmen. Ja, aber wir sollten uns das trotzdem nicht durch Unhöflichkeit verspielen. Ja, aber wir sollten auch nicht weiter rumtrödeln. Lasst uns weiter. Und ich bedanke mich schon mal bei ihr. Wie ist eigentlich ihr Name? Also, heißen sie wirklich so? Rote Dingsbums? Gut, genau. Oh ja, okay. Dann sage ich mal, bis die Tage. Das wird dauern. Wir werden viel kämpfen, unterwegs bewusstlos. Vielleicht wird auch jemand verrecken, weil sie uns auf diese Reise geschickt haben. Das ist ihr Gewissen. Tschüss! Wenn ihr wieder da seid. Moment. Timus, warte ja? Mal, wir sind in der Hölle. Ich glaube nicht, dass sie ein Gewissen hat. Was? Das verwirrt Timus sehr. Wirklich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das Konzept eines Gewissens überhaupt kennt. Vielleicht. Oh. Vielleicht hat sie schon längst mit irgendeinem anderen Pakt geschlossen und will uns in eine Falle locken. Na, wenigstens dann im Brausebad, ne? Oh, vielleicht ist das ein riesiger Kochtopf. Will sie uns in eine Falle locken? Merke ich das? Wo will sie euch jetzt in eine Falle locken? Das Badehaus. Dass die ganze Aufgabe ein Schwindel ist. Kannst gerne den Inside-Check machen. Hört sich nicht so an in ihrer Stimme. Okay. Nee, ich glaube, das ist eine normale Aufgabe. Eine legitime Aufgabe. Na gut. Tschüss. Und ich fange an, Kilian zu schubsen, damit wir weiter zurückgehen wieder. Komm, Gol, ja, wir sind erstmal fertig hier. Was? Ja, Balthasar steht noch im Weg. Balthasar macht den Weg frei. Ja, nur raus, wo ich kann. Ah, Moment. Nein, wir müssen. Frau Röhm. Gehen wir müssen den ganzen Weg laufen. Nein, ich will nicht. Oder wir fliegen. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal. Also, wir gehen mal raus und gucken, ob wir was Fahrendes sehen. Eine Karawane. Wir können doch noch, Goll hat doch noch den Turm mit dem Magier-Dingsbums da, ne? Ja, das stimmt, aber den haben wir auch noch nicht gefunden. Ja, wir können ja dann erstmal ein bisschen rumfahren. Also, wir suchen Magier-Turm, wir suchen eine Karawane und wir suchen was zu essen. Außerdem suchen wir einen starken Teufel oder Dämon. Gut. Wir halten fest, auf einmal. Wir suchen sehr gibt viel. Jemand eine Liste? Ja. Ich habe eine Liste, keine Sorge. Und was war das mit dem Schwert, das wir suchen? Zitadelle. Genau, okay. Das ist bei der schwarzen Zitadelle. Nein. Rote Zitadelle. Warte, leuchtende. Es ist eine. Leuchtende gesehen. Farbige Zitadelle, glaube ich. Aber was haltet ihr von dem Vorschlag, wenn wir ausnahmsweise mal was finden, statt was zu suchen? Ich bin dafür. Aber die hat gesagt, wir haben noch nicht mal die ganze Karte. Kann ich nochmal zurück zu ihr? Das ist eine geniale Idee, Timus. Und nach einer kompletten Karte fragen? Gern tun, wenn du das möchtest. Ja. Dann tust du das. Ich habe keine Karte. Schnell, während Kilian weg ist, können wir uns verstecken und ihn richtig erschrecken. Wir könnten auch einfach wegfahren und ihn hier zurücklassen. Wir könnten so das tun, als wir... Das Tür muss nicht zu, glaube ich. Wir könnten so tun, ich auch nicht. Als seien wir Zombies und wären übernommen worden. Und ihn dann ein bisschen hauen. Weil wir ja Zombies sind. Und ich muss ihn dann wieder heilen. Weg ist es. Ah, okay, das ist wahr. Gut, ich glaube, dann wieder zurück. Ja. Dann wirst du wieder zurück.
Und weißt du jetzt, wo wir hin müssen? Nee. Sie hat keine Karte. Also ich muss zugeben, ich finde, der Ort ist kein angenehmer Ort für einen Ork. Ach, nur für einen Ork, meinst du? Naja. Ich kann jetzt nur von mir behaupten, dass ich weiß, wie ich ticke. Vielleicht packen wir mal die Karte aus und gucken, wo wir als nächstes hinfahren. Alles klar. Hier, komm. Ich leg die Karte auf die Motorhaube. Okay. Und dann die Stacheln oder so. Haben wir das Fahrzeug nicht irgendwie noch bedeckt oder so? Nö, in einer Grube. Achso. Steht. In der Grube. Ist das denn auch die Karte, die wir haben? Also die wir sehen? Das ist mit den ganzen Karte, Zeichnungen? Ja. Okay. Also, wir sind jetzt quasi von, ich glaube, wo war das? Von Maggie? Da oben. Wir sind jetzt hier einmal rumgefahren, nach unten. Hier haben wir nichts gesehen. Wir haben hier einmal so eine schwarze Pfütze gesehen, die ein bisschen komisch geschmeckt hat. Und wir sind... Ach scheiße, ich glaube, ich habe mir ihren Namen nicht aufgeschrieben. Die beiden... Fein. Das steht im... Dings doch, oder? Im Allgemeinen? Nee. Das sind Hephaisal und Elisa. Da genau, Vertrag mit Hephaisal. Hephaisal und Elisa, dankeschön. Genau, da haben wir die so hier so getroffen. Jetzt ist die Frage, wenn ihr ein Badehaus wert. Wo würdet ihr sein? Ihr habt die eher so da so getroffen. Okay, vielleicht auch mehr so hier so. Hier war, glaube ich, schon eher so der Tümpel, ne? Ja, seht eigentlich überall immer mal wieder so schwarze Pfützen. Oh. Daran mangelt es hier nicht. Na gut, also, hier haben wir nichts gesehen. Wie ist so unsere Sichtweite? Ich weiß es nicht. Okay. Also haben wir, als wir hier so lang gefahren sind, haben wir da keinen riesigen brennenden Turm von Sauron gesehen? Nichts gesehen. Alles klar. Nun, wir könnten ja mal in Richtung, weiß ich nicht, sind das schwebende Gehirne oder Gewitterwolken? Das sieht gefährlich aus. Greifst du die Augen zu? Ich erkenne da nichts. Naja, also an sich ist es mir egal. Ich könnte sonst auch sagen, Ina Fix ist Fahrer. Führ uns durch die Gegend. Gibt ja nicht viele Richtungen von der, also auf der Karte, wo wir hinfahren können. Mhm. Ja, ich würde schon auch eher hier so in die Richtung fahren. Wie kann ich denn die Farbe ändern? Also so. Ja. Um zu fahren. Ja. Dann so. Gib mir mal, was habe ich immer verlangt, für die Führerscheine? Lass mich mal gucken. Weil wir hier, glaube ich. Ja, 2D4, genau.
Krol. Okay. Und ich würde währenddessen wieder was nach Essbaum Ausschau halten. Trinken, essen, egal. Ich auch. Ah, endlich wieder. Was machen Primus und Balthasar? Ich halte auch Ausschau. Na. Ja, ich finde das da immer noch sehr. Aber vor allem suche ich nach fliegenden Türmen. Das haben wir noch nicht gesehen. Okay. Doch, wir sind da schon dran vorbeigefahren. Der allerdings hat gesagt, wir haben das noch nicht gesehen. Ja gut, weil wir da lang gefahren sind, aber das sieht doch riesig aus. Oder? Hab noch nichts gesehen. Du meintest doch, wir haben das noch nicht gesehen. Nicht mal im Vorbeifahren? Ich meine, das scheint ja gigantisch zu sein. Habt ihr nichts gesehen? Okay. Mehr kann ich euch nicht sagen. Vielleicht ist es einfach ein bisschen überzeichnet. Ja, dann halte ich weiter Ausschau nach Turm. Okay. Soll ich jetzt einfach damit... Oh ne, ich male noch. Ja, warte mal. Kurz. Was hab ich das letzte Mal gemacht? Hab ich wieder vergessen. Ach da. Oh. Ich hoffe, das ist was Gutes. Das ist was Gutes für den DM. Oh, er freut sich schon. Ich kann mal noch ein paar Mal einen Würfel drücken, dann mache ich ein bisschen Angst. Aber noch so. Kann ja auch mal einen Würfel drücken, um dir ein bisschen Angst zu machen. Ja. Yeah. Ich glaube, so rum funktioniert das nicht. Siehst du? Hast du Angst? Reicht. Coinflip. So. Der Blubby würfelt immer für die Gruppe. Ja, ich hab hier kein Token. Warum kannst du für dich würfeln? Ja. Ich bin ein Individuum. Wahrscheinlich, weil er das irgendwann mal so eingestellt hast, dass du die Gruppe für schiebst. Der Gruppe ich bin der Führer. Was auch nur der, eigentlich nur der Vorausgucker. Oh. Ja, weil das doch gefährlich ist. Ja, du kannst fahren. Jo. Allein steigen. Tschu, es geht los. Und ich freue mich tierisch wieder Auto zu fahren. Ich fühle mich sicher unter dem riesigen Helm. Aber fahr vorsichtig und spritsparend. Ich trete nochmal extra aufs Gas. Wir wollen nicht rum, an der. Rum. Wir wollen nicht an der globalen Höllenerwärmung schuld sein. Rum. Warum Disadvantage? War beim letzten Mal ja auch schon so. War das Steuerung? Ja, ne? Ich weiß, ich hab Steuerung gedrückt. Ja. Naja. Ach so, das Ding hier. Oh, wir haben dieselben Würfel gewürfelt. Ja, bloß mein Survival besser. Ist ja was Besseres.
Hieß das Foraging? So. Dann würfelt mir beide mal einen D6 plus euren Wisdom Modifier. Ein D6 plus 2. Ja, geil. Und dann nochmal. Beide. Ups, da kommt noch eine 1 drauf. Also 7 und 6 habe ich gewürfelt. Ja. Dann findet ihr... Bitte lass es Bier sein. Der arme Thymus, der muss schon ganz trocken sein. Findet ihr das jeweils eine Rosine. 3 Pfund und 6 Pfund an Essen. Ration hab ich doch, es geht mir ums Wasser. Also sozusagen Ration könnt ihr euch hochziehen. Eine Ration ist immer ein Pfund. Das kann also, die 3 und 6 sind 9, also 18 jeder? Oder wie? Ihr beide. Ihr beide zusammen findet 18 Pfund. Okay, 18 Ration. Das? Nee. 3. 9 findet ihr zusammen. Ach so. Ah. Ich würde teilen. Möchte jemand was? Ja, ich glaube, ich habe nur noch. Genau, und dann findet ihr 7 und 8 Gallonen an Wasser. Wir brauchen nur eine pro Tag, acht. Oder? Was, 7 und 8 Gallonen? Also 15? Ja. Okay. Okay. Also haben wir Infix, Gold, Jungskeller und Balthasar. Rationen für jeden für 3 Tage. Und 3 Gallonen Wasser für jeden? Fragezeichen. Ja, würde ja. Ich auch bitte. Oh, war gut. Die Frage ist, können wir das alles verstauen? Hallo, wir haben ein riesiges Auto. Wenn du so weiterfährst, hat das Auto aber keinen Sprit mehr. Und außerdem... Rum! Und außerdem, wo wollen wir das Wasser abfüllen? Das wird ja nicht rumgelegen haben, einfach. Reine das war bestimmt das war so ein Teich. Den du erstmal leer gepumpt hast. Ja. Aber wir haben doch... Ihr habt doch, glaube ich, alle Taschen. Ihre... Ja, ich habe... Potions und so Stuff. Ja, ich habe 5... Glasbottiche. Das ist halt nicht so viel, ne? Ich hätte auch noch 3 Flasks Alchemist Fire, die ich auskippen kann. Nein, das ist, glaube ich, wichtig. Stell dir vor, es ist dunkel und wir frieren, dann brauchen wir Feuer. Ach nee, das war ja auch nicht heiß, ne? Das war ja das, was wir... Der großartige Plan! Wir hätten damit in der Zeitung stehen sollen. Ja, großartiger Plan. Als wir die Kiste geklaut haben und das in Brand gesetzt haben und dann fluchtartig weggerannt sind. Also es kann ja jeder erstmal so seinen Bauch mit Wasser füllen. Wie viele Rationen hat jeder nochmal bekommen? 3, ne? Ihr hattet 3 und 6 gefunden. Ach so. Also 9 insgesamt. 9. Ach so. Ah, okay. Dann würde ich auf eine Ration verzichten und mir nur eine geben. Dann könnt ihr euch alle 2 geben. Denn ich habe noch ein paar. Keine Ahnung, woher. Ja, ich habe auch noch ein paar. Also, aber Wasser wird knapp.
Wir haben auch nichts zufälligerweise gefunden, um ein bisschen Wasser abfüllen zu können. Also erstmal können wir doch den Water Skin. Was ihr dabei habt. Ups. Ich wollte gerade schauen, was in Kochutensilien drin ist. Ich habe noch 2 Glasbottles. Kann ich dir gerne mal nachschauen. Ein Metal Pot, also ein Topf ist da auch drin. Ja, aber willst du den die ganze Zeit gerade halten, damit das Wasser nicht rausschwappt? Ich habe auch noch meinen Krug und halt ihn hoch. Das ist mein Lieblingskrug, aber da kommt mir kein Wasser rein. Und dann streichle ich ihn ein bisschen. Es kommen wieder bessere Zeiten, mein Lieblingskrug. Was ist denn ein Adel? Ach, eine Kelle. Ah, okay. Also ein Pott hält eine Galone. Ja, alles klar. Können wir im Wagen stehen lassen. Ich würde mich... Also ich würde das leer trinken, bis ich für den Tag nichts mehr brauche. Und dann würde ich meine Glasflaschen voll machen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Nee, es war ein Versuch wert. Wir machen es nur der Einfachheit halber immer zu Long Rest, aber... Realistisch gesehen funktioniert das nicht so, dass du dir einen Wasserbauch voll trinkst und das dann kann ich nicht so einen auf Ruffy machen von One Piece? Leider nein. Ich will Gummimensch sein. Ja, aber trotzdem will ich dann erstmal so. Ich meine, wir haben das auch alles auf einmal gefunden. Gut. Wie viel Gallonen oder wie viele Flasks brauche ich für eine Gallone? Der Flask war ein Pint. Das waren bestimmt 4 oder so, ne, weil ich euch das aufgeschrieben habe. Bei. Das nicht hier, das stand im Chat. Ich habe noch 4 leere Weinflaschen und 2 volle. Da kann auch was rein. Ich habe auch noch 3 leere Weinflaschen und eine leere Heilpotion. Und ich glaube, ich mache das Holy Water mal weg und mache dann eine Flasche bei 1 Pint. Eine Gallone sind 8 Pints. Also 8 Flasks wären eine Gallone. Warum kann ich das nicht bearbeiten? Und man braucht wie viele Gallonen pro Tag? Eine Gallone. Eine Gallone, okay. Ja. Wie viel war nochmal in dem Waterskin? 4. Das sind 4 Gallonen. 4 Pints. Achso. Also eine halbe Gallone. Okay, dann kippe ich das Alchemist Fire weg. Okay, ich mach das Holy Water. Dann könnt ihr mal raus. Die anderen hochzählen. Ja, ich bin dann das einfach um. So, Jesus, mach ich 4. Achso. Also, ich habe eine Viertel Water Skin aufgefüllt und 5 Glas Bottles. Das sind wie viel? Wie viel ist nochmal in der Glasbottle drin? 1,5 Pints. 1,5? Oh Gott, ich brauche einen Taschenrechner. Gut, während die rechnen, fährst du schon mal weiter in der Links. 1,5. Ich werde mir ja dann das Ergebnis mitteilen. Das sind die Sachen, 1. die ich noch aufnehmen kann. Also ich habe 2x Glasbottle und 6 Weinflaschen. Waterskin war wie viel Pints? 4. Aber wenn die rechnen, passen die doch gar nicht auf. Während die auf dem... Die passen ja auch nicht auf die. Auf sind ja da, die passen ja auf das auf, was sie gerade tun. Also das passt ja sogar. Die kippen da Wasser von A nach B und genau. In die eine Flasche und in die andere Flasche. Ich leg den meine leeren den Flaschen Topf einfach und hin. Aus dem Topf und dann wieder in den Topf. So wie bei Stirb langsam, wo sie so 3 unterschiedlich große Behälter haben. Und eine Gallone bestand aus wie vielen Pints? 8. Ah. Okay. 8 Pints und wie viele. Hä? Flasks aufgeschrieben.
Acht Flasks wären euer Tagesbedarf. Und ein Topf waren. Eins, oder? Was hab ich gesagt? Ein Topf war eine Gallone. Okay. Also ich habe jetzt ungefähr eine Gallone mitgenommen. Du hättest einfach einen Fass einpacken sollen, Thymus. Ja, ganz ehrlich. Aber echt, ich wollte. So ein typischer Mönch mit so einem Fass auf dem Rücken. Wir hätten im Lager von Maggie fragen sollen, ob sie ein leeres Fass hat. Oder einen leeren Tank oder so, den man ausbauen könnte. Ja, das kriegen wir vielleicht in der Karawanen-Dingsbums. Die haben doch Wasser, dann haben die auch bestimmt Behälter für Wasser. Okay, aber jetzt so dumm gefragt, wie viel könnte ich auf einmal trinken? Keine Ahnung. Um dann probier's mal aus. Drei und dann Tage mal nicht mehr um. Trinken zu müssen. Naja, wenigstens so den halben Tagesbedarf auf einmal. Oh ja. Ich versuche eine halbe Gallone zu trinken. Ist der Flask, den ich im Inventar habe, richtig? Bestimmt. Weil ich gerade sehe, dass ich damit anscheinend irgendwelche Kreaturen einfangen kann. Kannst du eine Kreatur einfangen, die irgendwie Flüssigkeit speichern kann? Die so stark ist wie ein Balua? Also so ein Kamel oder so? Oder vielleicht... Von welchem redest du denn? Iron Flask. Consumables. So, nee, das ist, glaube ich, nur so gewesen. Alles klar. Also, ich würde sonst nehmen, ne? Iron Flask. Aber jetzt keine normale Flaske. Achso, okay. Gut, Inafix, du fährst ein bisschen weiter und siehst eine verwundete Frau in Rüstung. Ich halte neben ihr an. Okay. Oder, ja, ich halte einfach an. Warum halten wir? Da liegt eine verwundete Frau auf der Straße. Also im Straßen. Weg. Hast du sie angefahren? Nein. Das war schon vorher so. Ich hab damit nichts alle. Zu tun. Ich möchte gucken, ob sie lügt. Ich lüge nicht. Ich bin ein toller Fahrer. Ich lüge nicht, siehst du? Nein, sie sagt die Wahrheit. Guckt in ihr Gesicht. Keine rote Lügennase. Wenn wir da anhalten, warten Sie, ja. Wo ist es denn? Ich wollte erstmal anhalten, aber ihr könnt ja entscheiden, was ihr macht. Ja, wenn wir 60 Fuß entfernt sind, mache ich einmal den Ping an. Ich schaue mich um, ob hier irgendwie was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ob ich irgendwie hinter dem Hügel Leute entdecke oder so. Ich fahre erstmal langsamer und halte dann an irgendwann. So, was du checkst nach Celestial Fiend or Undead. Also spürst Die scheint kein himmlischer Teufel oder Untoter zu sein. Bei den Dämonen bin ich mir unsicher. Das kann ich nicht so gut. Ja, also sieht verwundert aus, kommt ein bisschen zu euch heran und ich dachte, sie liegt da. Vielleicht lag sie da und dann hat sie sich jetzt aufgerappelt, als sie euer Auto gesehen hat. Euer Fahrzeug. Hab ich irgendwas gesehen?
Wolltest du irgendwas tun? Ja, ich habe gesagt, ob ich irgendwie, ob mir irgendwas komisch auffällt, ob ich irgendwie Leute hinter einem Hügel oder so entdecke, die spähen oder so. Kannst gerne einen Perception-Check machen. Du siehst nichts. Nice. ja, genau, sie kommt näher an euer Fahrzeug heran und Halt, das reicht. Bittet euch um Hilfe. Sie erzählt euch, dass sie also ich stelle dir erstmal vor, ich bin Bera Talen. Ich bin aus Eltorel entkommen. Und habe es gerade so geschafft, einem aus unserer Gruppe, der uns verraten hat und mich umbringen wollte, zu entkommen. Warum hat er euch denn verraten? Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, er könnte noch hinter mir her sein. Wie stark war der so? Weiß ich nicht. Stärker als ich? Oh, okay. Das ergibt Sinn. Sind sie so stark wie ein, wie hieß das, Balrog? Nee, Balor. Balor? Balrog ist auch sehr der Ring. ja, ja. Alle. Ich weiß nicht, was das ist. Glaubt ihr? Was war das? Komm. Frage die Gruppe. Glaubt ihr etwa? Ich wollte mir erstmal anschauen, also beziehungsweise wie sehr sieht, also wie schwer verletzt sieht sie denn aus? Schade. Keine Ahnung, ein bisschen Blut. Am ganzen Körper. Bisschen Blut am ganzen Körper. Sie scheint mitgenommen zu sein, aber sie ist jetzt nicht kurz vorm Abnippeln. Wo willst du denn eigentlich hin? Oder was wäre jetzt eigentlich so dein Plan? Ich weiß es nicht. Wo wollt ihr denn hin? Ins Bar. Ich lege Thymus den Finger auf die Lippen. Natürlich, da wäre ich jetzt gerne auch. Sehr zärtlich. Und sie sagt, natürlich, da wäre ich jetzt auch gerne. Wie seid ihr denn von Eltorel entkommen? Ich bin runtergegleitet mit einem Gleiter. Warum sind wir nicht auf sowas gekommen? Also wir hatten die Idee, aber wir hatten keine Gleiter. Ich wollte den Vogel überreden. Aber der hatte nicht so viel Lust. Nee, der war einfach depressiv. Wir hätten ihm helfen können. Wollte der uns nicht töten? Nee, nein. Der wollte eigentlich gar nicht mehr kämpfen. Wo kriegt man denn Eltorel-Gleiter her? Da ist doch alles Schutt und Asche. Also mir kommt das alles ein bisschen komisch vor. Wisst ihr, wie weit wir von Eltorel weg sind? Ich gucke in die Luft. Weit. Keine Ahnung, wie weit ihr weg seid. Also wir sind ja ein ganzes Stück gefahren. Mhm. Wir waren ja auch irgendwo da hinten zuerst, oder? Apfelbohnen. Wenn es sonst keiner fragt. Wie bist du denn überhaupt aus Eltorel rausgekommen? Ich meine, das ist alles voller Dämonen und Teufel. Naja, wir waren ja eine Gruppe und konnten uns schon zur Wehr setzen, bis uns jemand verraten hat. Was seid ihr denn für eine Gruppe? Oder was wart ihr für eine Gruppe? Naja, eine übliche Abenteuergruppe. So ähnlich wie ihr.
Vielleicht haben wir sie zu Tode gefragt. Hattet ihr einen Holifanten dabei zufällig? Nee. Ha. Dann vielleicht nicht ganz mehr. Ha! Hattet. Ich weiß, dass Thymus die Frage stellen wird, deswegen frag ich sie: Hattet ihr denn Bier dabei? Nein. Dann seid keine gute Abenteurergruppe. Also ich glaub ihr trotzdem, warum sollte sie lügen? Warum sollte sie... Weiß ich nicht, macht sie einen ehrlichen Eindruck? Du kannst gerne einen Check machen, wenn du willst. Ich habe darauf gewartet, dass das irgendjemand anderes vorhat. Ja, ich würde es am liebsten halt auch machen. Ja, bitte. Bitte. Achso, warte mal. Wie mache ich das denn? Bin ich doch hier bestimmt nicht, oder? Natürlich nicht. Lass mich mal kurz gucken. Vielleicht sollte ich das nächste Mal drauf würfeln. Ja, bitte. Aber ich glaube einfach jeder. Hast du plus 6? Ja, hab mich gerade auch verwundert. Wie viel Weisheit hast du? Wie weise bist du denn? Bin ein weiser, weiser Zwerg und zupf mir am Bart rum. Wenn er betrunken ist. 16, wenn du es wissen willst. Ihr glaubt ihr nicht. Ja. Dann darf ich mich noch mal umschauen, wenn ich ihr nicht glaube. Kannst du gerne tun. Alter, ey. Also so insgesamt nicht? Oder so nach dem Motto, die alle erzählt halt komplett scheiß? Oder das jetzt vielleicht irgendwie ein Detail nicht stimmt. Ich würde sagen, eher gesamt. Okay. Innerfix kann ich kurz mit dir im Wagen reden. Achso, ich bin sitzen geblieben. Ich bin nicht mit rausgegangen. Ich hatte den Fuß auf dem Gas. Die hat einmal kurz vorne die Klappe aufgemacht, rausgelunzt. Ja. Ja, ja, mein Kopf verschwindet. Gute Dame, einen Moment bitte. Kopf verschwindet im Innern. Ich würde sagen, fahr mal ein ganzes Stück zurück. Ich glaub dir nicht. Ich tippe Thymus auf die Schulter. Psst, komm mal runter. Ich komm. Glaubst du dir? Ja, aber ich mag auch alle. Und glaubst dir auch nicht, also niemand von euch, glaub. Ach so, okay. Niemand von euch, die gerade gewürfelt haben. Nein, ich glaub ihr nicht. Okay, dann sollten wir vielleicht aufbrechen oder, weiß ich nicht, soll ich ein Fireball auf sie schießen? Vielleicht ist ihr Blut so, vielleicht ist sie so stark wie das, was wir brauchen. Vielleicht ist das auch einfach gar nicht ihr Blut. Vielleicht sie ja der Mörder. Sie noch fragen. Das stimmt, ja. Innerfix, überfahr sie. Was? Was? Okay. Also gerade stehst du ja eigentlich dann neben ihr. War die Sichel aus. Ganz gerne so einen Drift machen. Einmal umdrehen. Ich meine, wenn sie dann zu Boden geht, dann können wir sie hoffentlich immer noch stabilisieren. Was? Ich setze erstmal zurück. Soll ich sie einfach fragen, ob sie uns nicht die Wahrheit sagen will? Und wenn sie irgendwie reagiert, wie... Das Auto hat sich schon in Bewegung gesetzt. Ich würde gerade sagen, wenn ich fahre, dann kann man, glaube ich, nicht mehr reden. Okay, alles klar. Das müsst ihr euch vorher überlegen. Ja, im Nachhinein hat man dann da immer noch so einen Geistesblitz. Also ich könnte ja mit diesen Dingern an ihr vorbei. Ich glaube, dein Auto hat keinen Rückwärtsgang, du kannst gerne umdrehen. So. Er hat keinen Rückwärtsgang? Na toll. Hat das. Sie ist so groß wie wir, oder? Ja. Kannst du dann nicht einfach umfahren? Über sie drüber? Da muss ich ja. Ja, wenn du meinst, ich.
Ich kann da so einen Drift machen, dann mach ich das. Du kannst gerne rumdrehen und auf sie zu steuern. Wie bei Need for Speed. Ja. Du wirst sie schon kriegen, sie ist zu Fuß und du an dem Auto. Angeblich ist sie ja am Krabbeln, oder nicht? Wer verletzt? Sie ist ja aufgestanden. Was? Gut, also möchtest du sie überfahren, ja? Ja, wenn die anderen meinen, dass sie nicht ehrlich ist. Dann muss man sie. Ich bin da eher vorsichtig. Initiative! Bin lieber. Ich weiß nicht, ob wir Initiative brauchen. Ihr könnt erstmal würfeln. Also, Inafix kann ja erstmal würfeln, ja. Was kann ich würfeln? Fahren macht. Ich weiß nicht, was du da für Schaden hattest. Ich muss gucken. Ich hätte Crushing Reels. Soll ich die nehmen? Ja. Soll ich da einfach draufklicken? Passiert da was? Dann 2 It takes 2d10. Jetzt sieht er ein Tick safe. Aber normal. Wahrscheinlich. Cool. Das ist doch okay. Ey! Was ist das denn für ein krawalliger Würfel? Okay, ja. Du fährst einmal über See rüber. Rum. Bleib. Ich drehe mich um. Lebt sie noch? Sie atmet noch, aber liegt jetzt am Boden. Ich würde einfach wegfahren. Also, ich würde jetzt nicht wieder noch zurückfahren oder aber so. Sie braucht jetzt erst recht unsere Hilfe. Ja, ich würde... Ich würde jetzt abspringen und sie fesseln und stabilisieren und dann befragen wir sie, warum sie uns anlügt. Ah, okay. Dann bleibe ich einfach stehen. Dann wollen wir Initiative, wenn ihr noch mehr vorhabt. Ich dachte, ich wäre jetzt einfach weggefahren. Aber andererseits müssen wir wieder jemanden treffen, dem wir irgendwelche Fragen stellen können. Dauert wahrscheinlich lange. Du meinst, den ich umbringen kann? Die bringt uns nicht um. Ist das auf unserer alten Lichtung? Oh ja, ich mag sie. Ich kann euch auch eine neue geben. Achso. Nö, ist okay. Ich hab genug. Klar. Können wir wieder diesen Wald aus dem allerersten Session nehmen? Das, was links unten ist, das finde ich richtig toll. Ja, ich würde auch noch mal gern gegen die Wölfe kämpfen. Wenn wir dann über sie rüberfahren, dann sagt Gott. Also, es tut mir leid, aber wenn wir in der Hölle sind und sie sagt, sie ist aus dem einzigen potenziell bekannten und sicheren Ort geflohen, in die Hölle hinein, und sie ganz klar lügt. Aber wir sind auch geflohen. Also. Ja, wir sind nicht geflohen, wir haben einen Auftrag. Hatte sie keinen Auftrag? Sie wollte ja fliehen, hatte sie gesagt, und sie hat gelogen. Ich weiß ja nicht, das ist ja nicht nur mir so aufgefallen, oder? Ja, aber wir wissen nicht, wobei sie gelogen hat. Vielleicht hat sie gelogen, wie sie runterkam. Vielleicht hat sie gelogen, dass sie eine Abenteurergruppe war, weil sie eigentlich eine Gotcha-Gruppe war oder so. Also, ich habe das Gefühl, dass sie komplett Mist erzählt hat. Achso, Moment, Initiative? Haben wir noch nicht, okay. Ich bin noch gerade die Dame am Raus. Also, von mir müsst ihr euch nicht rechtfertigen. Und ganz ehrlich, wir wurden schon von so vielen Leuten verprügelt. Man kann ein bisschen skeptisch sein hier. Ich bin nett, aber ich bin auch vorsichtig. Will nicht nochmal sterben. Ja, oder seien wir nicht einfach wegfahren. Also ich weiß es halt echt nicht. Ich würde das machen, aber ich bin einer von 5. Vielleicht weiß sie auch noch was. Das ist halt okay. Die Sache. Vielleicht hat sie den Turm gesehen oder das Badehaus oder einen riesigen Teufel. Tagelang durch die Gegend irren. Und im Zweifel können wir immer noch sagen, wir können noch nicht so gut die Steuerungen machen. Deswegen, ne? Ich glaube, du hast sie erwischt. Ich hab die Aufstellung Inafix beerbt und dann ist es bestimmt irgendwie. Der eine hängt immer an der Seite, irgendwie sowas. Jetzt sitzt ihr doch immer. So. Yeah. Power Rangers assemble!
Ja, Balthasar und Timus müssen wir mal rein. Oh. Hey, ja, Entschuldigung. Oh, das Bild ist hübsch. Ja, das war nicht mein Würfel. Jetzt hat es mich verschoben. Reported. Anzeige ist raus. Ja. So langsam wie ich bin. Okay. Dann Ina Fix. Ich an? Aua. Was wollen wir tun? Weiß nicht. Zurückfahren? Ich fahre langsam zurück. Okay. Ist das nah? Ist das nah genug? Ach, sind ja, okay, sind 20 Fuß, das Sicherheitsabstand. Du drehst also wieder und fährst. Ja, genau, und so, dass ich auch an ihr vorbeifahren kann. Also okay. Nicht frontal auf die zu. Okay, achso, die liegt natürlich noch am Boden. Falls ihr flüchten müsst, steigt einfach wieder ein. Alles klar. Voll. Ja, ich hüpf runter. Dann gib mir mal einen Acrobatics Check. Mhm. Okay. Lass mich mal kurz jetzt gucken. Sagen wir mal, du kriegst ein D6 Schaden. Kann ich da irgendwie Minus machen? Nee. Ja, wenn du recht. Ich mein, minus 2. Okay. Dann springst du runter. Wo bin ich dann? Du bist da. Kann ich zur anderen Seite runterspringen? Nee. Okay. Dann laufe ich zu ihr. Ja. Und haue sie mit dem Schwert. Dann läufst du auch vors Auto, ne? Achso, das Schwert. Wollt gerade da, wo du stehst, vorbeifahren an der Seite, glaube ich. Also da oder da? Naja, es möchte so fahren. Ich wäre jetzt hier nicht lang gefahren. Ach. Ah, okay. Also ich wäre jetzt so dran vorbei. Also wenigstens, dass ich fahre noch nicht dran vorbei, aber so, dass ich dran vorbeifahren kann. Dann würde ich einmal so rumlaufen. Ja. Und dann würde ich sie mit meinem Schwert hauen. Ja. War nicht tödlich. Genau, non-letal. Erst hauen, dann reden. Du hast Advantage, liegt ja am Boden. Achso. Plus. Ja, non-letal. Guckt sie noch? Ich guck mal, was die erstmal alle so kann. Achso, okay. Die alle? Ist doch gleich tot. Mal gucken, ob sie irgendwas mit einer Reaction hat. Naja, die liegt doch am Boden, dann kann die doch bestimmt auch keine Reaction machen. Reactions am Boden machen. Ja, falls sie sowas hat wie Hellish Rebuke oder sowas. Du bockst die, oder hat die irgendwelche Resistenzen an der okay. Gut, so, du haust sie. Die lebt noch. Okay, dann. So. Macht sie. Zeigt sie mit dem Finger auf dich. Und Flammen steigen an dir auf. Mach mal einen Dex-Save. Okay.
Okay, ist das ein Fall von dem hier? Ups. Weil ich kann ja mein Schild AC Bonus dazu machen. Müsste gehen, ja. Ist ein Deck Safe. Okay. Ein Spell oder irgendwas anderes, was dich verletzen möchte. Ja. Nur ihn. Ja, nur ihn. Ich glaube, das ist dann da direkt mit drin, oder? Ein D20 plus. Wobei ich weiß nicht, woher plus 1 kommt, aber. 8 plus 1 ist meine Dex, plus 2 ist. Efficiency. Der Schild. Wird schon passen. Wären es dann wegen des Schildes nochmal plus 2, weil es ein plus 2 Schild ist? Also dann plus 4. Keine Ahnung, wird erstmal so passen schon. Okay. Da ist doch schon plus 2 drin, nur das ist was anderes. Es wird bestimmt schon passen, wenn es stimmt. Mhm. Dann. Achso, warte mal. Was ist das überhaupt? Das ist ein First Level Spell, okay. Dann noch. Das ist das plus. Aber wenn es geht, würde ich da auch direkt die Reaktion drauf machen, keinen Schaden zu nehmen. Ja, super. Mhm. Okay. Und dann versuche ich sie nochmal zu bonken. Ja. Wieder non-letal. Das tust du. Und dann bin ich fertig. Lulu bleibt erstmal im Auto, Herr Walter. Ja, dann sehe ich da Goll wild mit seinem Schild in der Gegend rumfuchteln. Und dann unterstütze ich ihn doch mit 2 Eldritch Blasts. Ja, das ist dann mit Disadvantage. Stimmt, der ist ja am Boden. Minus. Ja, der erste trifft und schiedet. Wunderbar. Und ich bekomme Hitpoints. Wollten wir nicht mit dir reden? Wollten wir. Ja, Entschuldigung. Das war Fehler im System. Okay. Alter, Sam, von dir will ich nie wieder hören, dass ich Leute beim Befragen umbringe. Entschuldigung, ich habe keine nicht tödlichen Eldritch Blasts. Es gibt ja keine Nachhosemöglichkeit. Walter hat sich auch gerade nicht befragt. Ja. Voll, steig ein, wir fahren weiter. Ich möchte sie durchsuchen. Okay. Dann Klug. Findest du das? Hast du okay. Ein Amulett. Ist das eine Seelenmünze, was du da hast? Nee, das scheint ein Amulett zu sein. Ich kletter auf den Wagen und reiche es an Balthasar. Kannst du damit aus? Was anfangen? Scheint ein Amulett. Lass mich mal kurz überlegen. Sieht aus wie ein Amulett. Ja, wenn du ein Identification casten kannst, würde ich sagen, du hast nicht sofort was. Ich habe kein Identification, deswegen. Du kannst mal versuchen, ob du mit dem Amulett schläfst. Vielleicht verrät dir das ja irgendwas. Okay. Nimmt euch ein Zimmer zu. Ja. Können wir noch ihr Blut irgendwie mitnehmen? Vielleicht wäre sie stark gewesen, wenn wir sie nicht überfahren hätten. Ich glaube, die war nicht stark genug, wenn wir sie überfahren konnten. Ich würde gerne abnehmen, wenn ihr das tun wollt. Kann ich während der Fahrt, wie lange sind wir noch unterwegs? Wenn wir noch eine Stunde unterwegs sind, dann würde ich mir das Amulett mal genauer anschauen. Ansonsten. Ja. Ansonsten tue ich das später. Ich halt Ausschau nach allem, was wir suchen und Gegnern. Sehe ich das Ding jetzt endlich? Ja, du bist ja immer noch eigentlich am. Stimmt, eigentlich seid ihr beide noch am Dings Ausschau halten. Ach so, nach Essen und so. Genau, ist das für die gesamte Dauer. Ich habe euch nur schon mal öffnen lassen. Also kannst du okay. Das Amulett anschauen.
Ja, dann kannst du gerne weiterfahren, je nach Fix, wenn du möchtest. Aber sehe ich das? Nee. Okay. Aber das ist auf der Karte, ne? Wir sehen das auf der Karte, oder? Das ist auf der Karte, ja. Vielleicht würde ich dann in die Richtung fahren. Kannst du tun? Weil hier ist ja auch so eine Art Straße. Da ist irgendwas, aber da ist nichts. Thymus findet das nicht gut. Oh, ich willst du dahin fahren, anstatt nach rechts? Ja, genau. Nicht so weit, also eigentlich. Mal 2d4. Ach so, okay. Oh. Moment. Nee. So fahren sie weiter. Ja gut, also ich würde so bis zu diesen Pöllern erstmal fahren. Weil das ist ja hier eine Straße. Keiner wundert sich über meinen Kurswechsel. Also möchtest du ein bisschen nach Nordosten? Du siehst aus, als ob du wüsstest, wo es hingeht. Außerdem habe ich das auf der Karte gesehen. Da muss doch was sein. Du fährst ein Weilchen. Siehst erstmal noch keine Poller. Ich weiß ja nicht, was das ist. Vielleicht Türmchen oder so? Fahr mal langsam weiter, nicht, dass das unsichtbar ist und du es gleich rammst. Ich mach einmal brumm brumm, fahr aber langsam weiter. Okay. Und das 1,5 Grad Ziel in der Hölle müssen wir einhalten. Fahrt ein Weilchen. Das ist so weit weg. So nach einigen Stunden scheinst du auf einmal so Pöller zu sehen. Wie sehen die denn aus? Stunde? Steinsäule. Okay. Weiter. Ja, ich bin stehen geblieben. Ich fahre weiter. Aber ich würde ein bisschen langsamer fahren. Okay. Noch langsamer. Erst weiter. Und du siehst ein strahlendes Licht, das sich aus einem scheinbar rostigen Monument zu ergießen scheint. Ist das vielleicht die leuchtende Zitadelle? Dieses Monument scheint so wie von nach oben gerichteten Mandibeln eines Käfers auszusehen. Fest weiter dahin? Ich bleib erstmal stehen und frag nach hinten. Seht euch das mal an, sollen wir darauf zufahren? Suchen wir etwas, was leuchtet? Kommt das irgendwie diesem Turm nahe, wie der aussehen soll? Cole, du hörst wieder eine Stimme aus deinem Rucksack. Ich höre was. Moment. Kram in meinem Rucksack. Das ist die gleiche Stimme, die wir schon mal gehört haben. Kramst wieder rum und dann machst du den Rucksack auf und hörst so: Die reinste Seele lockt Unhold in eine höllische Falle. Sepp, Sepp. Oh oh. In eine höllische Falle. Was ist das denn? Dein Rucksack spricht immer komisch. Ich weiß es nicht. Ich hab da doch gar nichts drin. Such mal genauer. Ich guck in den Rucksack. Der sieht ganz schön chaosmäßig auf und halt meinen vor, wo alles ordentlich sortiert ist. Ich will da rumwühlen, damit auch alles dort ordentlich ist. Lass das! Ich setz mich hin und sortiere das wieder. Ich habe eigentlich nur die Karte da drin.
Sonst ist es nichts Ungewöhnliches. Spricht die Karte. Hallo. Karte. Ich hau da mal so ein bisschen drauf. Keine Antwort. Auch nicht, wenn ich so ein bisschen drauf hau. Hier, warte, Moment, 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 Balthasar. Ja. Du kannst doch Magie feststellen, oder? Ja, das kann ich machen. Ich denke mir so, die Karte will bestimmt nicht sterben. Was ist, wenn ich sie anzünde? Ja, ich kann deine Gedanken nicht lesen. Deswegen. Und grusche mein Feuerzeug raus. Ich reiche die Karte an Balthasar. Der braucht ja einen Moment. Ja. Hey, zünd mal die Karte an. Vielleicht fängt sie dann an zu reden. Was? Aber dann haben wir keine Karte mehr. Ja, nicht direkt anzünden, sondern nur so ein bisschen ankokeln. Ich persönlich würde erstmal warten, ob sie magisch ist. Vielleicht ist mein Rucksack ja auch magisch. Okay, dann warten wir erstmal ab. Aber es ist schon sehr komisch. Aber hey, immerhin hört ihr es auch. Wir warten jetzt hier aber nicht 10 Minuten, oder? Aber was heißt das denn? Die reinste Seele lockt Unhold in eine höllische Falle. Sap, sap. Redet die noch weiter? Jack Magic cast es dann. Aha. Warte dir. Vielleicht weiß ich nicht, was sie tun. Ja. Okay. Was könnte das denn bedeuten? Bezieht sich das immer. Warte mal, warte mal, warte mal. Wann hat sie denn das letzte Mal mit uns geredet? Als wir uns dem Knochengehölz genähert haben, oder? Ich glaube. Eure Zukunft steht in eurem Blut geschrieben. Sie wird eure Adern öffnen, um die Geschichte zu malen, die in eurem Herzen verborgen ist. Genau. Ist es vielleicht eine nun Fremdenführerkarte, die beschreibt, wo wir gerade sind? Vielleicht ist es auch eine Warnung, dass wir eventuell dort einen Balor treffen? Oder vielleicht können wir jemanden dahin locken, der dann gesäppt wird. Wer von uns ist denn die reinste Seele? Lulu? Ina Fix oder Lulu? Ich würde sagen Lulu, aber ich glaube, ich kriege das nicht mit. So konzentriert aufs Fahren. Und unter dem riesigen Helm und bin ja ein bisschen woanders als ihr. Sag mal, Lulu, wie himmlisch ist eigentlich so ein Hollyphant? Wir müssen eh noch Lulu dazu bekommen, dass sie sich in so ein Schlachtross verwandelt. Das ist nicht, wie misst man denn die Himmlichkeit? Sprichst du hier, wie heißt denn diese Engelsprache? Hier? Genau, ja. 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 Wie viele böse Sachen hast du denn in deinem Leben gemacht? Keine, an die ich mich erinnern kann. Ich wollte gerade sagen, das weiß sie doch wieder nicht. Ja, das klingt sehr reinselig. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und ich habe gerade eine Frau überfahren.
Also vor ein paar Stunden. Ah, die hat so überlebt. Das ist ein fairer Punkt, ja. ist nicht so engelig, engelgleich. Auf der anderen Seite. So auf der anderen Seite hat sie uns auch angelogen. Das stimmt, aber vielleicht war das ja egal. Genau, es war egal. Achso, was war bei dem Amulett rausgekommen? Uns werden nicht untersuchen, weil wir haben Nahrung suchen. Ah ja, stimmt, ja. Sorry. Aber das kann sich Balthasar dann auch gleich anschauen. Kann ich sofort machen, weil Detect Magic 10 Minuten anhält. Oh. Ich schaue es mir an. Ja, beides scheint magisch. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, scheint auf jeden Fall beides magisch zu sein. Irgendwelche Besonderheiten bei der magischen Aura oder einfach nur magisch? Beides magisch zu sein? Achso, ich kann dir das... Musst du nicht, ist auch, wenn es nicht wichtig ist, ist egal. Passt. Okay, beides magisch. Also wie gesagt, ich würde versuchen, die Karte so ein bisschen anzukokeln, damit sie ein bisschen räudiger wird, was das Sprechen angeht. So, erstmal, Mr. Folterknecht, du wirst jetzt unsere Karte nicht umbringen. Und zweitens wissen wir gar nicht, ob die Karte überhaupt sprechen kann. Vielleicht ist es ja wie eine Aufzeichnung oder sowas. Oder vielleicht hat die ja so einen irgendwie ein Ortserkennungssystem. Wenn sie an bestimmten Orten ist, sagt sie irgendwas Aufgezeichnetes. Ach, glaube ich nicht. Aha. Jetzt. Sowas höre ich zum ersten Mal. Oh, ich habe mich aufgepasst. Das wundert mich nicht. Mein Umschlag ist wieder sortiert. Versuch Kilian euch zu erzählen, er wüsste was von Magie. Er will unsere Karte abfackeln. Nein, dann haben wir keine Karte mehr. Genau. Ich habe nicht gesagt, ich will sie abfackeln, ich will sie nur ein bisschen ankokeln. Und was ist, wenn sie dann nicht mehr funktioniert? Dann haben wir ein Stück der Karte weniger. Aber sie könnte auch anfangen zu reden. Heißt, wenn ich dich ein bisschen anfackel, fängst du auch an zu reden? Ja, mit meinem Schwert. Ich bin dagegen. Soll ihr tun? Ich bin da unentschlossen. Haben wir uns jetzt da schon gegen entschieden, das Gebäude uns anzugucken? Aktuell steht ihr davor. Wir stehen davor. Angehalten. Ja, ja, aber wir können ja auch rein. Wird hier diskutiert, ob man eine Karte anfackelt oder nicht? Ankokeln! Nein, das tun wir nicht. Zwerg hat gesprochen. Das erklärt aber noch nicht die Frage. Was ist, diskutiert ihr denn da hinten? Ist das jetzt der Turm oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich... Kannst du dein Schild nicht fragen? Das stimmt, ja. Vielleicht weiß das mehr. Moment. Hallo? Ja? Weißt du, was das da für ein Ding ist vor uns? Ja. Eine höllische Falle, zap zap. Kann sein. Gibt es in Avernus irgend so ein Gebäude? Das ist so ein großer Turm. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, weil, nun ja. Es gibt so ziemlich alles in Avernus. Wir sind ungefähr, ich sage die Zeit, die wir jetzt von dem Knochengehölz gebraucht haben. Und hier ist so ein riesiger Turm und ich beschreibe, wie er aussieht. Du hast ja keine Ahnung, wie lange er gebraucht hat.
Es kommt dir sehr lange vor. Relativ weit entfernt. Mhm. Und dann beschreibe ich das Gebäude. Kommt mir nicht bekannt vor. Alles klar, dankeschön. Nein, er kann uns nicht weiterhelfen. Okay, aber halten wir fest, wir haben es von weiter weg nicht gesehen und mussten drauf zufahren. Und ich würde behaupten, das sieht man schon von weiter weg. Das heißt, es versteckt sich. Wir verstecken uns auch viel. Kann jetzt nicht das schlechteste Gebäude sein. Ihr habt schon Ja. gesehen. Ja, aber wir haben es da noch nicht gesehen. Also da. Ne, ihr seid ja auch lange Zeit gefahren von dort. Okay. Ich würde mir das jetzt angucken wollen. Inafix, kannst du das Fahrzeug irgendwo verstecken? Ihr wisst ja auch nicht, dass ihr genau da steht. Ne? Woran wollt ihr euch orientieren? An den Wolken. Das scheint nicht zu klappen. Hm. Wie nah sind wir denn? Ja, du wolltest irgendwo kurz davor anhalten, oder? Achso, ja, okay. Kannst du dir aussuchen, wie nah du anhalten möchtest. Ja, also nicht so, dass man direkt vorm Tor steht. Ich dachte, dass es ein Tor hat. Ja, oder Eingang, was auch immer. Wenn es überhaupt, vielleicht hat es auch keinen Eingang. Ja, aber so, dass man noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen, ein paar Schritte gehen muss. Okay. Vielleicht so. Ich versuche die Fuß, Gruppe anders 100 Fuß, nee. Zu überreden. Wir suchen ganz viele Dinge und das ist etwas, was wir gefunden haben. Yay! Aber wenn... Das motiviert mich nicht. Wenn wir nicht danach gesucht haben, ist das vielleicht gar nicht so praktisch. Wir wissen bei vielen Dingen nicht, wie sie aussehen, die wir suchen, was ein Problem ist, weil wir sie suchen. Also... Ich steig aus. Ist mir egal. Na gut. Also ich meine, wir können es uns ja mal anschauen. Und außerdem brennt Thymus gerade weg. Ja. Und ich rufe zurück, mehr als sterben können wir nicht. Oh wow. Für Einstellung. Nein. Also, naja, wenn wir uns mal daran zurückerinnern, was Lulu in ihrer Vision, oder was wir in Lulus Vision gesehen haben, dann war der eine General auch gestorben, indem er sich umgebracht hat. Aber ich will nicht so negativ sein. Warte, Thymus! Okay. Renne hinterher. Ah. Gibt's irgendwo was, wo ich das Gefährt parken kann, wo das nicht so auffällig ist? Tiefgarage? Ja, genau. Vielleicht ist das das Spa. Genau, ist ja auch hinter so einer Säule abstehen. Das ist eine gute Idee. Das tue ich. Jetzt komm, also ich würde mir mal so eine Säule genauer angucken, bevor ich, also wenn ich das da parke und aussteige. Du weißt doch, was an den letzten Säulen passiert ist. Egal. Das okay. Macht dann jetzt nicht besser, also. Ich überlege gerade, was eure letzte Säule war. Da hat doch Thymus alles angegrapscht und dann kamen die Geister raus. Wo ihr die Namen der Helden gesagt habt. Ja. Ach, stimmt, die Säulen. Ich sag auch nix. Okay. Sieht aus wie Sandgestein. Mhm. Was weit in die Höhe ragt. Aber nichts Auffälliges. Nö. Okay. Dann versuche ich das so günstig. Also ja, okay, hab's ja schon geparkt. Dass man nicht direkt sieht, dass es da ist. Vielleicht. Ja. Gut, gut. Und versuche die Leute einzuholen. Ich
schon losgelaufen, bevor du geparkt hast, sozusagen. Ja, genau. Okay. Oder, keine Ahnung, es klang so, weil der Typ muss ja einfach ausgestiegen und weggegangen. Ja, wollt ihr was euch dem Ding nähern oder was? Ja. Vorsichtig. Dann geht ihr näher ran und seht, dass scheinbar am Ende dieser Mandibeln, dieses komischen Monuments, eine scheinbar irgendwie wie weit geht dein Detect Magic? 30 Fuß. Okay. Ja, du siehst scheinbar irgendeine Art Energiesphäre am Ende dieser Mandibeln, die eine Menge Licht ausstrahlt und da drin scheint ein Einhorn zu sein. Ui, ein Einhorn. Das ist ungefähr so 15 Fuß in der Luft, 15 Meter in der Luft. Vielleicht müssen wir es diesmal nicht töten. Moment, Moment, Moment. Ist das die höllische Falle? Ist das da vielleicht reinliches das... Wesen? Ja. Was ist das für? 100 Fuß in der Luft. Wie reinlich sind Einhörner? Bestimmt sehr rein. Kannst du gerne mal einen... Was spielst du denn? Religion oder so? Also, kennt sich jetzt nicht besonders aus, aber du willst jetzt schon sagen, dass Einhörner schon reinliche Wesen sind? Also ich bin der Meinung, dass Einhörner ziemlich reinliche Wesen sind. Vielleicht ist es in einer teuflischen Falle. Vielleicht sollten wir es befreien. Was meint ihr? Wie können wir das denn? Weiß ich nicht. Will einer von euch mit ihm reden? Ich spreche das Einhorn an. Und hallo, wie geht's dir? Können wir dich irgendwie befreien? Wer hat dich eingesperrt? Ja, warte mal. Ihr seht nämlich noch etwas. Und zwar seht ihr noch habe ich das bestimmt, habe ich das hier irgendwo. Ihr seht noch ein Wesen, das so aussieht. Oh. Es ist ein großer Hammer. Mhm. Ich glaube, die ist stark.
Das steht am Fuße dieses Monuments. Ja, Thymus, bitte. Ich? Die hat doch gewisse Ähnlichkeiten mit dir. Ja, ja. Der Hammer, also den Hammer kenne ich schon vom Schmieden, den haben Freunde von mir auch oder sowas in der Art jedenfalls. Das, ja, das kenne ich. Hallo, wer sind ja. Sie? Ein bisschen überschwänglich und ängstlich spreche ich Sie an. Überschwänglich und ängstlich? Ja, weil Aufregung überspielt Angst. Nun, ich würde sagen... Initiative. Nee. 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 Ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Woche. Oh. Okay. Oh, ich glaube, das hat er nicht vorbereitet. Dauern. Ich glaube... Wir haben eine falsche Abzweigung genommen. Wären wir einfach weitergefahren, hätten wir weiterspielen können. Sorry, dass ich einfach abgebogen bin.